Ja, moinsen und willkommen bei einem YouTube-Tutorial, wo es um einen Screen-Effekt in Minecraft geht. Ich werde euch gleich mal erklären, also ich blende jetzt mal ein Beispiel ein, wie das dann aussehen müsste. So, jetzt müsstet ihr das Beispiel gesehen haben und jetzt erkläre ich euch, wie das geht. Also, ihr habt als erstes diese Datei auf euren Desktop oder zum Download steht die dann. Wenn ihr jetzt die originalen Minecraft-Sachen haben wollt, wie ich jetzt, die Fackeln und so, dann müsst ihr in euer Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner. Und okay, ja, öffnen hier mit WinRAR. Und wenn wir nur ein bisschen scrollen, kommt, da drücken wir einfach einmal T. Hier, diese Datei, die ist ungefähr hier unten. Und diese Datei könnt ihr dann einfach löschen. Einfach dann, ups, hab mich jetzt verklickt, hier drauf. Oder ein Backup machen, also auf dem Desktop oder in der Ordner abspeichern. Und dann einfach diese Datei hier reinziehen. So werdet ihr jetzt die originalen Minecraft-Sachen, und wenn ihr aber jetzt was von Texturen packen wollt, dann geht ihr auf euren Downloads-Ordner und ups, habe ich kein Texturenpack drin. Also ihr müsst dafür jetzt nicht auf euren Downloads-Ordner, sondern da, wo ihr ein Texturenpack habt. Das habe ich extra umbenannt und hier ist auch diese Datei drin, ein Texturenpack. Und dann einfach auch durch diese Datei ersetzen. Okay, und jetzt erkläre ich euch, wie das in Minecraft geht. Hier startet Minecraft und ich habe schon eine extra Welt dazu angefertigt. Die könnt ihr euch natürlich auch downloaden. Das ist diese hier. Da könnt ihr natürlich auch cheaten und so machen. Ups. Und dann könnt ihr euch einfach hier hinstellen. Und ganz wichtig ist auch noch, dass ihr auch bei Grafikeinstellungen weiche Blendungen anhabt. Und hier dann einfach so hinstellen, noch ein bisschen zurück, dass es hier nicht so einmarkiert. Und dann könnt ihr einfach laufen, schlagen, irgendwas machen. Und mit speziellen Programmen dann, wie Adobe After Effects oder Sony Vegas, müsste es auch gehen, könnt ihr dann diesen Greenscreen-Effekt bewirken. Aber dazu gibt es wieder andere YouTube-Tutorials.